Bewahren und Wasserweihe feiern und beten, dass das Wasser am See wieder kommt. Und das haben wir gemacht. Und wir haben unser Gebet vor Gott gebracht und er entscheidet, ob er uns es schenkt oder nicht und wann er uns es schenken wird. Und ich würde sagen, dass wir weiter beten. Und ich würde vorschlagen, dass wir bis zu Ostern jeden Abend um 20 Uhr gemeinsam beten für dieses Anliegen. Und wenn Gott auf uns hört, heißt es, dass gut für uns ist. Wenn nicht, dann werden wir weiter beten, weil das müssen wir sagen, mit unserem See war es schön. Und das wollen wir wieder. Ich würde vorschlagen, dass wir weiter beten und Verzeihung vor Gott verlangen und er wird uns erhören, wenn wir es vom Herzen beten und vom Herzen es sagen.